Was ist das? Ein Camcorder. Wahrscheinlich der von Hernandez. Er ist leer. Okay, da kann ich später vielleicht irgendwas mitmachen. Die haben alle das gleiche Modell des Fernsehers, ne? Kann das sein? Hier unten liegt was. Der Laptop scheint hinüber zu sein. Aber vielleicht lassen sich einige Dateien auf der Festplatte wiederherstellen. Wenn ich diesen Hinweis mitnehmen will, sollte ich mich an die Vorschriften halten. Sonst ist eine Analyse nicht möglich. Sorry. Aber ich habe hier nichts, oder? Eine Pistole habe ich. Na gut. Gucken wir uns erstmal weiter um. Mit ihm können wir quatschen. Zu Ihren Diensten, Agent McPherson. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Der Killer ist ein wirklich außergewöhnlicher Verbrecher. Er geht so methodisch vor. Dieses Arschloch muss immer die absolute Kontrolle haben. Das bringt ihn auf Tour. Er geht ein hohes Risiko damit ein, dass er seine Morde filmt. Er weiß genau, dass ihn ein einziger Fehler ans Messer liefern kann. Da habe ich gerade was getrunken, Entschuldigung. Die sagen alle immer McPherson, ne? Und ich sag McPherson. Naja, egal. Ich habe die Oberflächen überprüft. Der Killer hat den Raum mit chemischen Reinigungsmitteln gesäubert. Aber er hat absichtlich einige Hinweise hinterlassen. Er macht sich einen Spaß daraus. Sie können jetzt die Ermittlungen übernehmen, Agent McPherson. Hier ist das CSIA-Kit. Das, was? Das ist das neue Kit für den Feldeinsatz, das vom Labor zusammengestellt wurde, damit wir wissenschaftliche Tests direkt am Tatort durchführen können. Claire würde vor Neid erblassen, wenn sie dieses Ding sehen könnte. Ich habe schon alle Infos in die Datenbank eingegeben, die mit Paloma Hernandez in Verbindung stehen, damit wir sie mit den Proben vergleichen können. Alles klar. Oh Gott. Na gut. CSI-Kit-Anleitung, Crime Scene Investigation and Analysis Feldeinsatz-Kit. Na gut, dann machen wir uns mal weiter ans Lesen. Oh Gott. Das CSI-Kit Crime Scene Investigation and Analysis wurde entwickelt, um die Entnahme von Proben und die Ausführung von schnellen Analysen am Tatort eines Verbrechens zu ermöglichen. Genauere Analysen können nur in einem Labor durchgeführt werden. Kontaktieren Sie einen amtlichen, anerkannten Spezialisten für eine Experteneinschätzung. Das CSIA-Kit umfasst ein Datentransfer-Interface für die automatische Verbindung mit einem Smartphone. Ermittlungswerkzeuge. Werkzeuge zur Spurensicherung. Digitales Mikroskop. Ultraleichtes Mikroskop, das eine bis zu 100-fache Vergrößerung zulässt. Spurensicherungsspray. Das verwendete chemische Reaktionsmittel macht Blutspuren sichtbar. Fingerabdruckpulver macht Fingerabdrücke sichtbar, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Hilfsmittel zur Probeentnahme. Probentupfer, sterile Baumwolle. 3D-Fingerabdruckscanner. Dieser digitale Scanner ersetzt die klassischen Abdruckmethoden. Probenzange, sterile Zange, elektronische Nase. Werkzeug zur Probenentnahme und Analyse gelöster gasförmiger Substanzen. Andere Hilfsmittel und Computerschlüssel. Dieser Schlüssel erlaubt eine sichere Speicherung von Computerdateien, beinhaltet auch Spionage und Dechiffrierungssoftware. Sind da irgendwelche Dechiffrierungsspezialisten da draußen und können mir sagen, was das ist? Analyseprozeduren, chemische Analyse. Ich sag chemisch. Ich weiß, einige sagen chemisch und chemisch. Ich sag aber auch manchmal und nicht manchmal. Ich mag das. Das ist mir viel zu kompliziert, so chemisch zu sagen oder manchmal. Das ist einfach nicht gemütlich. Also sag ich chemisch. Eine Prozedur für chemische Analysen unbekannter Substanzen mit Hilfe einer Reihe von Reagenzien, um ihre Natur zu bestimmen. Eine Analyse von Haaren oder Blut identifiziert präzise Kennzeichen, wie zum Beispiel Blutgruppe oder Geschlecht des Individuums. Computeranalyse. Rettet beschädigte oder teilweise vorhandene Computerdateien. Die Analyse erkennt, restaurierte und analysiert. Die Analyse erkennt, restauriert und analysiert auch Informationen zu Betriebssystem und Software. Eine Filterung digitaler Audiodateien ist möglich, aber die Qualität ist begrenzt. Datenbankanalyse. Die Durchführung dieser Prozedur ermöglicht den Vergleich von Daten. Digitale Fingerabdrücke, Blutproben, ballistische Daten und so weiter.
mit einer limitierten Datenbank, um mögliche Übereinstimmungen zu identifizieren. Die Prozedur erlaubt auch eine begrenzte ballistische Analyse. Okay. Dann würde ich sagen, können wir ja mal anfangen gleich. Warte mal, hier haben wir das doch. Der Computerschlüssel. Den können wir doch dafür nehmen, für den Laptop, oder nicht? Hey? Der Laptop scheint hinüber zu sein. Ja. Aber vielleicht lassen sich einige Dateien auf der Festplatte wiederherstellen. Das hatten wir ja schon. Achso, und jetzt kann ich das erst machen. Dann mach mal. Okay. Keine Analyse durchgeführt. Wie mache ich nochmal diese Analyse? Mit der Computeranalyse. Macht Sinn, ne? Wie mache ich das denn? Hä? Moment mal. Achso, nee, warte. Achso, ich dachte, da kann ich was anklicken. Was war nochmal diese Nase? Achso, nee. Wieso kann ich hier jetzt nicht analysieren? Keine Analyse. Kann ich das nicht kombinieren? Hallo. Na gut, vielleicht können wir das auch erst später machen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Eine Broschüre über das Bishop Motel. Berühmt für seine Gemütlichkeit. Da werden sie sich wohl einen neuen Slogan ausdenken müssen. Jetzt kann das so ein Killerhotel sein. Eine Broschüre über das Bishop Motel. Berühmt für seine Gemütlichkeit. Da werden sie sich wohl einen neuen Slogan ausdenken müssen. Cool, den Satz habe ich noch nie gehört. Was haben wir da? Diese Fernsteuerung ist unter das Bett gefallen. Möglicherweise befinden sich auf ihr komplette Fingerabdrücke. Ich muss ein Instrument aus dem Testkit verwenden. Gut, dann machen wir das doch. Was genau brauchte ich nochmal für Fingerabdrücke? Achso, wahrscheinlich erst so ein Puder, ne? Fingerabdruckpulver. Das will ich. Nee, bleib mal da. Diese Fernsteuerung ist unter das Bett gefallen. Ja. Möglicherweise befinden sich auf ihr komplette Fingerabdrücke. Ja, und dann haben wir doch diesen... Ne? 3D-Fingerabdruckscanner. 3D-Scanner. Ist das der hier? Ja. Okay. Boah, das klingt wie in so einem uralt. Was auch immer. Keine Analyse durchgeführt. Kein Problem. Was ist das hier nochmal? Digitales Mikroskop. Okay, kann ich nichts mitmachen. Wahrscheinlich sammeln wir hier erstmal die Beweise. Das Safe ist leer. Der Safe ist leer. Der Kofferraum. Der Safe ist leer. Kofferraum. Eine Broschüre über das Bishop-Motel. Ach so, ja. Okay, berühmt danke. Für seine Gemütlichkeit. Da werden sie sich wohl einen neuen Slogan ausdenken müssen. Mhm. Der Safe ist leer. Und das war's, ne? Zumindest von dieser Bettseite. Hier gibt's ja noch einiges zu sehen. Gucken wir erstmal hier drauf. Eine Bibel. Hier ist nichts, aber wir haben hier... Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, MacPherson. Ich glaube, dieser Spinner hat was gegen mich. Aber warum? Ich will doch nur, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gittern verschwindet. Ich wollte gerade sagen. Neues Dokument. Daten... Was? Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Oh, seine Sorge ist wirklich rührend. Mhm. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, MacPherson. Okay. Wir haben die Stimme. Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Mhm. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Mhm. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung?
Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Gut. Und dann kommt wieder wahrscheinlich. Sonst kann ich da nichts aufnehmen, ne? Das ist dieses Mikrofon, 3D. Was war nochmal diese elektronische Nase? Ich vergesse das immer. Achso, das ist das für diese Gasdinger. Na gut, ich glaube, wir haben hier auch alles, kann das sein? Und dann haben wir hier halt noch den Kaffeebecher und den Abdruck. Dort auf dem Teppich wurde Kaffee verschüttet. Es ist ein deutlicher Fußabdruck zu sehen. Jo, und das kann ich mit Spurensicherungsspray vielleicht? Das kann nicht funktionieren. Okay, sorry. 3D-Scanner, elektronische, digitales Mikroskop vielleicht? Nein. Nee, Fingerabdrücke werden da kaum zu sehen sein. Die Nase macht auch keinen Sinn. Achso, 3D-Scanner. Und da haben wir den Fußabdruck. Jedoch nirgends eine Analyse durchgeführt. Aber macht ja auch nichts. Können wir rausgucken? Nein. Rausgehen können wir auch nicht. Können wir noch ins Bad? Warte mal. Kann ich hier noch irgendwas? Hier kann ich nur mit dem quatschen. Sonst kann ich nichts machen. Aber wir können bestimmt ins Bad. Der Koffer ist verschlossen. Der Koffer ist verschlossen. Wir finden bestimmt einen Schlüssel. Achso, da guckt sie sich auch nur den Koffer an, ne? Dann gehen wir doch mal ins Bad. Sieht nach Kleiderfasern aus. Okay, da sind Fasern. Wir sind so gut. Finden hier jeden Hinweis. Können wir ins Bad rein? Ja, ne? Ist hier irgendwas zu sehen? Mal hier zur Seite. Ja, hier ist was, nämlich Einschussloch. Ein Einschussloch. Die Kugel wurde entfernt. Ein Einschussloch. Die Kugel wurde entfernt. Okay, und hier ist auch das Einschussloch, ne? Dort ist ein Loch in der Tür. Zweifellos ein Einschussloch. Aber sonst kann ich damit nichts machen. Haben wir, hier ist ein... Aus der Richtung des Lüftungssystems kommt ein eigenartiger Geruch. Ein Fall für unsere digitale Nase. Nee, der nicht. Nee, auch nicht. Hä? Achso. Elektronische, nicht digitale. Und wir haben den Geruch aufgenommen. Mega fancy Kit. Hey, was ist hier noch? Achso, die Badewanne. Hm. Hier sind Spuren von Reinigungsmitteln. Spurensicherungsspray. Ein Blutfleck. Allerdings nicht viel. Wahrscheinlich von einer Hautwunde. Dann nehmen wir doch hier mal die Watte-Dinger. Und haben Blut. Ich glaube, das war es. Kann das sein? Wir müssen das hier noch aufkriegen. Kann ich das nicht einfach aufschießen? Na gut. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich das aufbekomme. Der Koffer ist verschlossen. Ich weiß nicht, ob irgendwo ein Schlüssel rumliegt. Wir können aber mit ihm noch mal quatschen. Zu Ihren Diensten, Agent McPherson. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Kennst du dich mit dem Knacken von Schlössern aus, Garrus? Eigentlich nicht. Ich hab's eher mit Elektronik. Ich habe allerdings einen elektrischen Schlossknacker. Hier, bitte. Dankeschön. Zu gütig. Dann können wir jetzt auch das Schloss noch knacken. Hallo? Jetzt bewegt sie sich auch wieder. Und wir nehmen unseren elektrischen Schlossknacker. Okay. Eine Mini-DVD. Sonst noch was? Nein. Na gut. Jetzt müssten wir aber alles haben, ne? Ich überprüfe gerade die Beschwerden, die in den letzten Monaten bei der Polizei von Maine eingegangen sind. Vielleicht hat der Killer auf sich aufmerksam gemacht. Du bist ganz schön mutig, Garrus. Weiter so. Okay. Aber ich meine, wir sind fertig hier, oder was ist hier noch? Ein Camcorder. Wahrscheinlich der von Hernandez. Er ist leer.
Aber da kann ich doch auch die CD nicht einlegen. Es macht. Was? Na gut, okay, alles klar. Erläutern Sie uns Ihre Theorie. Sie weicht von den Spuren, die das FBI im Moment verfolgt, erheblich ab. Der Ostküstenkiller handelt nicht spontan, auch wenn der Profiler in dem Fall das behauptet. Ich habe die Kriterien herausgefunden, nach denen er seine Opfer auswählt. Kriterien, die mit seinen Obsessionen zu tun haben. Okay. James Hawker. Er hat den Fall noch nicht aufgegeben. Ist das nicht Ihr alter Partner? Finde Hawker für mich, Garrus, und besorge mir seine Akte. Und wir? Was machen wir? Hast du schon was gefunden? Zu Ihren Diensten, Agent McPherson. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? James Hawker. Wurde er nicht vom FBI gefeuert, weil er einen Zeugen erschossen hat? Es war ein Verdächtiger. Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt vom einen zum anderen. Was auch immer. Hawker hat den Kopf verloren und einen Mann getötet, der keine direkte Bedrohung darstellte. Das ist nicht zu entschuldigen. Ist das der Grund, warum Sie sich fast 2 Jahre lang geweigert haben, mit einem Partner zusammenzuarbeiten? Ich hätte an Ihrer Stelle wahrscheinlich dasselbe getan. Du bist zu neugierig, Garrus. Deine Hirnzellen sollten sich darauf konzentrieren, was in diesem Raum passiert ist. Gut, dann suchen wir weiter. Die Zeit läuft gegen uns. Mhm. Da versuche ich immer heimlich was zu trinken und dann ist das schon so schnell vorbei. Suchen wir weiter. Was wollen wir denn noch suchen? Eine Broschüre über das Bishop Motel. Berühmt für seine Gemütlichkeit. Da werden sie sich wohl einen neuen Slogan ausdenken müssen. Hier ist immer noch der Abdruck, aber den haben wir jetzt genommen. Die Bibel. Hier ist immer noch das Telefongespräch. Telefondings. Kann ich damit irgendwie... Nö. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, McPherson. Okay, aber das hatten wir ja jetzt schon bereits mehrmals. Moment, kann ich hier oben noch was? Nein. So, wir haben jetzt die Dinger. Kann ich die irgendwie... Ach so, jetzt kann ich sie analysieren. Computeranalyse. Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Ja, gut. Daten unvollständig. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, McPherson. Okay, und das ist jetzt das. Ich würde aber gerne hier von einer Analyse machen. Na gut. Hallo Paloma? Ja, bitte nicht weiterreden. Okay, digitaler Fingerabdruck. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, McPherson. Warte mal. Ich gehe mal weg von da, das nervt mich gerade ein bisschen. Okay, Fingerabdruck von Paloma Hernandez. Ach so, das ist das. Jetzt verstehe ich das auch. Paloma Hernandez oder Hernandez, Notizen zum Mordfall. Paloma Hernandez, Notizen zum Mordfall. 9 Opfer, alles Frauen. Gibt es noch weitere Opfer? Den Medien zugespieltes Video. Aufgenommen mit einem digitalen Camcorder und dann auf DVD gebrannt. Die Aufnahmen scheinen digital bearbeitet worden zu sein, nach Aussage von Josh, einem Redaktionsmitglied. Der Ostküstenkiller. Darauf achten, dass ich diesen Namen in meinen Berichten konsequent verwende. Ein großer, schwarz gekleideter Mann, das Gesicht unter einer Gasmaske verborgen. Stimme verstellt, ein Filter, ein elektronisches Gerät, noch unklar. Untersuchen. Er tötet immer nach dem gleichen Muster. Ein Ritual, er quält sein Opfer, bevor er es tötet. Anzeichen für Folter. Wer verbirgt sich hinter dieser Maske? FBI. Special Agent McPherson. Relativ jung, unter 30, aber erfahren und effizient, soll bereits mehrere Fälle gelöst haben, unter anderem die Fälle Mississippi Alligator und maskierter Killer von Chicago. Berühmt für ihre Kratzbürstigkeit, hasst Presse und Journalisten, von ihr werde ich keine Informationen bekommen. Special Agent Hawker. In den 40ern, ein erfahrener Agent, annähernd 20 Jahre im Dienst, scheint besser auf die Medien zu sprechen zu sein als McPherson.
Eine mögliche Informationsquelle, falls es seinen Interessen dient. Im Jahre 2006 vom FBI gefeuert, hat möglicherweise einiges zu erzählen. Kontaktieren. Special Agent Garris, vor ein paar Wochen dem Fall zugewiesen. Wie wird er von McPherson akzeptiert? Kann ich Informationen aus ihm herausquetschen? Okay. Dann haben wir hier die Stimme, eine Computeranalyse. Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Kann ich das nochmal machen? Nee, okay. Ich habe dir einen Platz in meinem in meinem kalten Zimmer freigehalten, McPherson. Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Ich wollte nur gucken, ob ich das hier öffnen kann. Nein, kann ich nicht. So, dann habe ich hier den Schuhabdruck. Eine Datenbankanalyse, würde ich sagen. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten. Wieso sagt er das denn immer? Habe ich doch verstanden. So, Schuhabdruck, Größe 44. Linker Fußabdruck. Schwarze Fasern. Ich würde sagen, eine chemische Analyse. Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Wieso sagt er das denn immer? Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Ist das jetzt so ein Bug? Ich weiß es nicht. Synthetikfasern, die mit einem aus Chlor gewonnenen chemischen Produkt umhüllt sind. Keine Spur von organischen Rückständen. Dann haben wir hier noch die Gasspuren. Ich habe dir einen Platz. Ja, ich weiß. Freigehalten, McPherson. McPherson rastet gleich komplett aus. Spuren eines neutralisierenden Gases, Narkosegas, das Bewusstlosigkeit bewirkt. Und das Blut. Machen wir chemische oder Datenbankanalyse? Datenbank, würde ich sagen. Analyse fehlgeschlagen. Dann hier eine chemische Analyse. 50%. Menschliches Blut, Blutgruppe 0 positiv. Okay, fehlgeschlagen. Datenbank geht nicht. Ah doch. Paloma Hernandez Blut, verstehe. Okay. McPherson hier. Hilfe! Helfen Sie mir! Der Killer hat mich entführt! Hernandez? Wo sind Sie? Sind Sie in Ordnung?